erstens ein Wort, persönliches Wort vielleicht an euch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle bei bester Gesundheit. Lasst uns weiterhin füreinander beten, füreinander einstehen, aber nicht nur für uns, sondern auch für die Mitmenschen in dieser Welt, die auch in großer Sorge sind, auch vielleicht auch in großer Not. Vielleicht ist auch jemand von uns schon krank, vielleicht wissen wir es noch nicht. Wir wünschen dir auf jeden Fall Gottes reichen Segen. Wir sind bei dir und schreiten in die Gruppe rein, wenn es irgendwie dramatisch aussieht. Wir werden auf jeden Fall aktiv für euch beten. Genau, heute möchte ich mit euch aus Markus Kapitel 4 lesen. Und zwar habe ich eigentlich diese Geschichte schon beim letzten Mal im Kopf gehabt, aber habe ich dann doch für die Endzeit entschieden. Ich hoffe, dass euch diese Predigt keine Sorge gemacht hat, sondern eher ermutigt hat, zu erkennen, in welcher Zeit wir gerade leben und wie die Zeichen der Zeit zu deuten sind. Das ist nämlich auch wichtig zu wissen, wie weit wir eigentlich vorangeschritten sind, bis Jesus wiederkommt. Heute lese ich mit euch Markus Kapitel 4, ab Vers 35 bis Vers 41. Ich wiederhole es nochmal, Markus Kapitel 4, ab Vers 35 bis Vers 41. Okay. Und an jedem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebte sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf und bedrohte den Wind und sprach zum See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich. Und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und die See ihm gehorchen? Bin ich in Ordnung von der Lautstärke soweit? Alles klar, super. Ja, diese Geschichte hat mich bewegt. Ich selbst bin ein Typ, der einen sehr ungewöhnlichen Schlafrhythmus hat, wie zum Beispiel auch heute Nacht. Ich habe bis 0.30 Uhr geschlafen, bin dann wach geworden und dann zwischen 4 und 5 wieder eingeschlafen. Das ist bei mir so Standard. Wenn eine Predigt bei mir ansteht, dann bin ich innerlich unterwegs, bete, suche Gott und frage, was für heute dran ist. Und hier ist eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, weil hier so eine ganz menschliche Seite von Jesus da ist. Jesus schläft. Aber er schläft nicht in einer gewöhnlichen Situation, sondern in einer sehr ungewöhnlichen Situation. Er ist am Schlafen. Hier ist noch was zum Hintergrund. Also die Jünger, die waren zusammen und Jesus sagte, lass uns mal an die andere Seite fahren mit den Booten. Und als ich hier meinen Dienst angefangen habe, ich würde sagen, da habe ich schon angefangen, war die erste Predigt oder eine der ersten Predigten war es, halt als Jesus mit den Jüngern auf dem See war und Petrus aus dem Boot gestiegen ist. Da gab es auch einen Sturm, da gab es Wellen und das Boot war auch in Gefahr. Und irgendwie scheint uns dieses ein bisschen zu verfolgen, was so auf dem Wasser passiert. Hier gibt es auch einen großen Sturm. Und es ist so heftig, dass sogar die Wellen ins Boot hineinkommen und das Boot sich langsam anfängt zu füllen. Und die Jünger natürlich, sie sehen auf die Situation, sie sehen auf den Sturm, sie sehen auf die Wellen und sie merken, hey, wir sind in Lebensgefahr. Vielleicht geht es uns auch gerade so in dieser Zeit, in diesem Moment, wir haben auch einen Sturm, einen sehr ungewöhnlichen Sturm, einen Sturm, wie viele von uns, den glaube ich noch nie erlebt haben. Wir haben solche Situationen mit dem Virus und so weiter wirklich also nicht erlebt. Also ich habe es nicht erlebt, hier ältere Generation, ihr auch nicht. Ja? Also keiner hat es wirklich erlebt und die Welt ist voller Furcht und voller Sorge, wie wird es werden. Also man kann eigentlich diese Stelle hier aus der Bibel ziemlich gut auch mit unserer Stelle vergleichen. Und wir hören auch aus den Medien ständig, hier und dort krank geworden, das und dies und jenes wird geschlossen. Und man redet jetzt auch über die Ausgangssperre, ob man überhaupt noch nach draußen gehen darf oder nicht. Und ich habe gemerkt, dass wir Menschen so ähnlich sind wie diese Jünger eigentlich auch hier.
Wir sind sehr oft von den Nachrichten, von den Zuständen außerhalb abhängig. Das heißt, wenn es draußen alles in Ordnung ist, wenn wir finanziell gut dargestellt sind, wenn wir gesund sind, wenn unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen gut laufen, dann fühlen wir uns wohl, dann fühlen wir uns sicher. Wenn wir ein gutes Haus haben, ein gutes Leben haben, wenn wir genug zu essen haben, dann fühlen wir uns sicher. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen in dieser Welt, wir oft, dass wir versuchen, einen Frieden aufzubauen, der von außen nach innen kommen soll. Wir versuchen, alles außen herum gut und perfekt zu haben, um dadurch dann innen drinnen Frieden, Sicherheit und Geborgenheit zu bekommen. Und so geht es auch den Jüngern. Die Jünger sind gerade in einer Situation, wo es stürmisch wird, wo es nicht mehr so gut zugeht und sogar die Wellen nicht nur außerhalb vom Boot bleiben, sondern sie kommen ins Boot hinein und das Boot füllt sich. Und natürlich, die Logik sagt ganz klar, wenn das Wasser noch mehr ins Boot hineinkommt, dann wird dieses Boot untergehen. Doch es gibt eine gute Seite hier in der Geschichte und das ist Jesus. Jesus ist in dem Boot mit dabei. Jesus, das heißt die Gegenwart Gottes, ist mit den Jüngern in dem Boot dabei. Und hier kommt schon auch meine erste Frage an euch alle, die ihr da draußen seid, die ihr zuhört, an die Gemeinde auch. Wie sieht das mit unserem Leben aus? Wie gehen wir durchs Leben hindurch? Gehen wir alleine durchs Leben hindurch? Sind wir alleine unterwegs? Versuchen wir immer noch aus eigener Kraft diesen Frieden, diese Sicherheit, diese Geborgenheit in uns zu erzeugen? Kämpfen wir jeden Tag und mühen es jeden Tag ab, um das zu erhalten? Wie ist es jetzt in unserer Zeit, wo weder Geld noch Macht noch irgendwas hilft, wo jeder Mensch betroffen ist und jeder Mensch in einer Krise drin steckt und in Gefahr ist? Wie geht es uns jetzt? Sind wir alleine oder ist Jesus in unserem Boot? Sind wir ohne Gott und haben nur die weltliche, die äußerliche Komponente in unserem Leben oder haben wir auch die geistliche Komponente in unserem Leben? Ist Jesus bei uns ins Boot eingestiegen? An dieser Stelle möchte ich euch einladen, Jesus in euer Leben einzuladen. Wenn ihr merkt, ihr habt Furcht, wenn ihr merkt, ihr habt Sorge, dann betet zu ihm und ladet ihn ein und sagt, Jesus, komm doch in mein Leben, komm in mein Boot und sei mit mir unterwegs. Ich denke, diese Situation hier wäre eine furchtbare Situation geworden, wäre Jesus nicht dabei. Aber auch das Verhalten Jesu ist sehr interessant. Wie verhält sich Jesus in diesem Moment? Also es heißt hier in der Bibel, er liegt auf einem Kopfkissen und er schläft. Jesus ist manchmal manchmal taktlos und so unpassend in vieler Hinsicht, aber dann doch auch wiederum so passend und so richtig. Ich bin einmal in einem Film eingeschlafen, da war ich in einem James-Bond-Film und da wurden Granaten geworfen, explodiert und so weiter und so fort. Ich fand den Film so langweilig, dass ich dann halt im Kino eingeschlafen bin. Ich habe dann 10 Euro bezahlt, um gut zu schlafen. Freunde haben zu mir gesagt, wie ist es möglich, dass du bei diesem Film eingeschlafen bist? Das war so laut, das hat so gekracht. Also ich weiß nicht genau, wie es Jesus hier geschaffen hat, zu schlafen. Ja? Draußen blitzt es, draußen donnert es, draußen stürmt es, draußen sind mehrere Boote. Sie hören das Geschrei von dem Boot und von diesem Boot. Und alle sind in Panik, alle sind entsetzt, alle beobachten die Situation. Vielleicht auch so wie wir die Situation beobachten, durch die Medien. Was kommt als nächstes? Was ist dran? Wo ist nochmal jemand erkrankt? Vielleicht hören wir auch in die unmittelbare Umgebung. Verwandten, wie geht es den Verwandten, Freunden, Bekannten? Ist da jemand krank? Ja? Und wir sind abhängig von der äußeren Situation. Und ich merke auch, dass die Jünger, obwohl Jesus schon im Boot drin ist, naja, also sie auch eigentlich in Panik reagieren. Und dann gucke ich mir manchmal uns Christen an und dann denke ich so, ja, also ich glaube, das ist ganz oft bei uns auch so im Leben. Obwohl Jesus bei uns im Boot ist, obwohl Jesus schon lange in unserem Herzen wohnt, sind wir immer noch zu stark abhängig von den äußerlichen Umständen. Und wir suchen immer noch nach Frieden, der durch die Äußerlichkeit zu uns ins Herz hineinkommen soll. Wisst ihr was? Und ich glaube, das ist das Problem auch oft von uns Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Wir sind noch zu abhängig von den Dingen da draußen und verlieren oft den Blick von Jesus weg und schauen auf die Dinge, die uns in der Welt beschäftigen. Eigentlich müssten die es so machen. Eigentlich wäre das richtig. Sag mal, der Johannes, der steht da, der sitzt auch zufällig. Der Johannes ist da irgendwo im Boot und der Petrus ist nicht weit weg von Jesus.
Und dann müsste der Johannes dem Petrus zuschreien: Hey Petrus, was macht Jesus gerade? Du siehst doch, er stürmt, es ist gerade gefährlich und so weiter und so fort. Petrus guckt da hinten ins Boot rein und sagt: Der schläft. Und der Johannes geht weiter und sagt: Jungs, entspannt euch, macht euch keine Sorgen über das Wasser im Boot, alles wird gut. Denn wenn unser Herr schläft, wenn unser Herr ruht, dann wird alles gut werden. Beim nächsten Mal kommt wieder ein Sturm, eine neue Situation. Hey Petrus, was macht denn da Jesus gerade? Ja, der putzt sich gerade die Zähne und will gleich den nächsten bisschen Netflix gucken. Ja? Oh, okay. Alles klar, Jungs, entspannt euch, dann ist alles safe. Denn wenn Jesus im Boot da ist, dann können wir das Vertrauen haben, dass er auch für unser Leben da ist und uns festhält. Aber leider schaffen wir das oft nicht so. Leider sind die Gefühle da, die Gedanken da, die anfangen uns zu kontrollieren, uns zu beherrschen. Und besonders wenn wir dann plötzlich Furcht haben, dann sind wir so von der Situation gefangen, dass wir komplett diese geistige Komponente im ersten Augenblick vergessen. So wie auch die Jünger hier. Und die Jünger denken sogar noch, wie kommen sie dann zu Jesus an? Sie kommen zu Jesus und wecken Jesus und sagen diesen Satz: Jesus oder Lehrer, kümmert es dich gar nicht? Sag mal, wie kannst du dann überhaupt noch beten? Sie klagen Gott an. Und wie oft ist es auch bei uns im Leben so, wenn schwierige Situationen kommen? Und wir sagen dann: Hey, wenn es wirklich einen Gott gibt, wie kann er das zulassen? Oder sogar auch, wenn wirklich Jesus, du in meinem Leben da bist, wie ist das möglich, dass ich gerade durch die Hölle gehen muss, dass ich diese Schwierigkeiten habe? Und wir klagen vielleicht Gott an. Aber das Gute ist, Jesus ist im Boot. Andere Menschen haben Jesus nicht im Boot. Und sie müssen alles alleine Menschen. Die müssen vielleicht durch diese Zeit gerade selber durchgehen. Doch die Jünger, sie haben Jesus im Boot. Und sie können auf ihn zugehen, sie können mit ihm reden, sie können ihr Herz ausschütten, sei es Gutes, sei es Schlechtes, sie können mit ihm Gemeinschaft haben. Und mir gefällt es so sehr, wie Jesus reagiert. Manchmal denke ich so, diese Geschichte hätten wir sogar noch besser machen können, oder er hätte sie besser machen können, aber es ist auch schon gut, wie er ist. Ich stelle mir so Jesus vor, Jesus liegt da auf diesem Kissen, während die ganze Welt im Stress ist, während die Jünger im Stress sind, und er liegt da auf seinem Kissen und schläft. Weil den Frieden, den Jesus in sich selbst drin hat, er ist nicht abhängig von den äußerlichen Umständen. Den Frieden, den Jesus in seinem Herzen hat, ist abhängig von seiner Beziehung zum Vater. Er ist in konstanter Gemeinschaft mit dem Vater. Er hat auch in anderen Versen immer wieder gesagt: Der Vater und ich sind eins. Ich mache nichts aus eigener Kraft heraus. Sondern all das, was ich tue, das tue ich, das tut der Vater in mir und mit dem Vater zusammen. Wie ist es bei uns im Leben? Sind wir so wie die Jünger, die noch viel und aus eigener Kraft Dinge tun und machen? Oder sind wir schon vielleicht ein bisschen reifer und erwachsener geworden im geistlichen Glauben, im geistlichen Leben? Und sagen: Moment mal, es gibt so viel Stress gerade im Leben, aber hey, wie ist eigentlich Jesus, Herr, was denkst du gerade über die Situation? Und du einmal kurz innehältst, auch jetzt in dieser Zeit innehältst und einmal dich fragst: Herr, was ist eigentlich gerade dran in dieser Zeit? Was ist los? Und plötzlich merkst du, wie der Herr zu dir sagt: Mach dir keine Sorgen. Ich ruhe, und weil ich ruhe, sollst du auch ruhen. Ich habe Frieden, weil ich Frieden habe, sollst du auch Frieden haben. Und dann merkst du plötzlich, wenn du deine Lauscher öffnest und darauf hörst, dann merkst du plötzlich, dass du in Situationen, wo du überhaupt noch gar keine Lösung hast und Dinge, die komplett kompliziert sind und unlösbar sind, dass du plötzlich einen Frieden bekommst. Frieden von Gott, und diesen Frieden durch die Situation durchgehen kannst. Aber so wie so oft haben wir nicht das Vertrauen, wir reagieren einfach, wir schreien einfach. Und das ist auch schon gut. Es ist gut, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben und dass wir in jeder Situation zu ihm kommen können und sagen: Jesus, du, ich komme um. Und ich stelle mir hier Jesus vor, wie er so draußen donnert, das Boot wackelt hin und her, draußen hörst du Geschrei, und Jesus so genervt vielleicht sogar noch ein bisschen so: Oh Leute, was geht denn ab hier? Geht noch. Und beim Gehen geht er noch raus kurz, und dann sieht er den Sturm, er sieht die Wellen und diese Dinge, die uns eigentlich bedrohen. Was macht Jesus in diesem Ding? Er steht auf und er bedroht die Wellen. Er bedroht den Sturm und spricht zu ihnen. Jesus ist mächtiger als die Naturgewalten. Jesus ist mächtiger als die Situation, die wir in der Erde haben.
Und er bedroht diese Dinge, er bedroht die Dinge, die eigentlich uns bedrohen. Und sagt, seid still, schweige, verstumme. Und das Wetter, die Situation, muss sich dem Wort Jesu beugen. Das vergessen wir manchmal. Wir haben nicht nur einfach einen Tröster in unserem Herzen. Wir haben den mächtigen Gott, der in unserem Herzen wohnt, der in unserem Boot mit dabei ist. Wir unterschätzen seine Vollmacht, wir unterschätzen sein Wirken, seine Kraft. Deshalb finde ich gerade jetzt in diesen Zeiten des Sturmes, da wünsche ich uns allen, dass wir sehr viel mit Jesus erleben. Dass wir da, wo wir vielleicht nicht mehr so viel zu tun haben und ein bisschen gebunden sind, dass wir diese Zeiten nehmen und die Beziehung zu Jesus so richtig aufbauen. Eine Sache, die mich in meinem Leben oft genervt hat, als Christ auch, manchmal ist es so, dass ich in guten Zeiten nicht so viel Gemeinschaft mit Jesus gehabt habe. Und irgendwie war Jesus gefühlsmäßig für mich weit weg. Er war schon immer da, so wie hier im Boot auch, aber irgendwie war ich mit ihm nicht so direkt verbunden. Und wenn es dann plötzlich dicke gekommen ist, plötzlich gab es eine schwierige Situation, dann merkte ich oft, dass ich gar nicht vorbereitet war. Eigentlich müsste ich jetzt in dieser Situation den Frieden nur so ausstrahlen, den ich in mir habe, doch leider war ich dann unfähig, diesen Frieden auszustrahlen, musste selbst erst anfangen zu suchen. Ich denke, wir haben jetzt eine gute Möglichkeit, zu Hause, wo wir nicht rausgehen dürfen oder sollten, dass wir dort im Verborgenen Gemeinschaft haben mit Gott, uns im Glauben zu stärken, zu beten, in Fürbitte einzutreten für die Welt, für die Menschen, für die Gemeinde, füreinander, um dort einfach mit ihm Zeit zu verbringen und im Glauben zu wachsen. Liebe Gemeinde, ich sage euch ganz ehrlich, ja, durch Netflix wird dein Glauben nicht größer werden. Ja. Durch Fernsehgucken wird dein Glauben nicht größer werden. Durch am Computer rumsitzen, am Handy rumsitzen, wird unser Glaube nicht größer werden. Aber durch Gemeinschaft mit Jesus können wir Frieden bekommen und wir können im Glauben wachsen, dass wir in solchen Situationen nicht mehr mit Furcht reagieren und Angst, sondern den Frieden behalten können, den wir von ihm bekommen haben. Wie sieht unser Leben aus? Womit beschäftigen wir uns? Ich will diese Dinge nicht verteufeln, die haben alle ihren Platz, doch vergisst nicht, Jesus auch Raum zu geben in dem Leben, besonders jetzt in diesen Krisenzeiten. Das Beste wäre in meinen Augen hier, wenn Jesus rausgehen würde, er würde den Sturm bedrohen, die Wellen bedrohen, alles würde still werden und Jesus würde einfach still wieder zurückgehen und sich wieder gemütlich hinlegen und schlafen. Jesus hat Frieden, er hat diese Ruhe. Aber unser Herr, er erzieht uns auch und er bringt uns Dinge bei und dann spricht er zu den Jüngern und sagt zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Warum seid ihr furchtsam? Jesus hinterfragt unsere Furcht. Wir als Menschen sagen, ja, oh ja, ich verstehe dich, ich habe Mitgefühl mit dir und so weiter und so fort. Aber er sagt nicht zu denen, oh ja, ich verstehe euch, ja, das war wirklich gruselig gerade, ne, die ganzen Wellen und der Donner und so weiter und so fort. Er sagt, warum seid ihr so furchtsam? Ich bin noch bei euch. Er kann die Furcht jetzt nicht verstehen, weil er doch jetzt da ist. Wäre er nicht da gewesen, wäre er vielleicht gesagt, ich verstehe euch. Ohne mich ist es wirklich furchtsam. Aber mit mir zusammen? Leute, mit mir habt ihr doch schon so viel erlebt. Und dann sagt er als nächstes, habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr immer noch kein Vertrauen in mich? Seht ihr das nicht? Denn wenn ich im Boot bin, und auch wenn das Boot in einen Sturm gerät und ich im Boot bin und am Schlafen bin, dann braucht ihr euch keine Sorgen. Wenn ich mir keine Sorgen machen muss, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Haben wir immer noch keinen Glauben? Ein anderes Wort für Glauben ist hier Vertrauen. Und das ist wirklich manchmal nicht so einfach, weil wir sind sehr intellektuell, wir sind sehr logisch, wir sind sehr gut vielleicht in Mathematik, auch die bei uns schlecht Mathematik waren, können eins und eins zusammenzählen und relativ schnell kommen wir zu dem Punkt, hey, das sieht sehr dramatisch und sehr gefährlich aus. Doch Jesus ist oft nicht Teil dieser Rechnung. Mit Jesus sieht die ganze Situation anders aus. Er kommt hinein und spricht zu dem Sturm. Sei still, schweig. Das kann auch Gott bei uns tun. Wenn wir zu ihm kommen, dann kann es sein, dass Gott in unser Leben hineinspricht und zu unseren Gedanken und Gefühlen sagt, sei still, schweig und wir in der Ruhe und Frieden bekommen, den wir sonst in der Welt nirgendwo finden können. Von innen heraus können wir diesen Frieden empfangen. Und dann können wir in die Welt hineingehen und in unsere Verwandtschaft, Familien hineingehen und dort diesen Frieden ausleben, diesen Frieden ausdrücken. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Zeit so notwendig, liebe Gemeinde,
dass wir Licht und Hoffnung sind in dieser Zeit, wo Menschen verzweifelt sind, wo Menschen Angst haben, dass wir diesen Frieden weitergeben können, den wir von Jesus empfangen haben. Ja, es ist gut, mal einen Blick auf die Medien zu werfen, auf die Nachrichten zu werfen, zu gucken, was läuft. Doch lasst uns auch auf Jesus schauen und gucken, wie es bei ihm läuft. Macht Jesus uns Sorgen und Angst, sagt er in deinem Kopf, gerade in deinem Herzen, hey, guck mal, Corona, du musst unbedingt jetzt Angst haben. Flüstert Jesus uns diese Gedanken ein? Oder vielleicht kommen sie auch von jemand anders. Jesus flüstert uns nie Angst ein und Sorge, sondern immer Frieden und Glauben und Vertrauen. Deshalb lasst uns zu ihm kommen und wir werden von ihm hören. Sag mal, warum hast du Angst? Hab doch keine Furcht. Ich bin noch bei dir. Wovor musst du denn noch Angst haben? Ja, und dass die Jünger das erlebt, und ich hoffe, dass wir oft in unserem Leben das erleben, wie wir zu Jesus kommen, wie wir zu Jesus im Boot kommen, wie wir zu ihm schreien, und in dem Moment, wo wir zu ihm schreien, auch wenn wir vielleicht nicht den vollkommen perfekten Glauben haben, dass wir mit Jesus Dinge erleben und sehen, wie er plötzlich eingreift in unser Leben. Das ist das, was ich mir für unsere Gemeinde oder für die Menschen generell wünsche. Viele Erlebnisse mit Jesus. Ich wünsche euch und mir auch, ich wünsche euch ehrlich gesagt viele Stürme auf dem Wasser mit Jesus. Stürme ohne Jesus, die wünsche ich euch natürlich nicht. Das ist furchtsam, das ist beängstigend. Aber Stürme mit Jesus, das ist das Beste, was es gibt. Wenn Jesus sich verherrlicht und du dann plötzlich hinausgehst und zurückblicken kannst und sagen, mein Gott, mein Herr ist so lebendig, dass wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ach, weißt du was, Jesus und so, das stimmt alles nicht, du in dein Leben hineinblicken kannst und sagen, ich habe so viel erlebt. Wie ist das möglich, wenn er nicht wahr ist? Und du durch dein Leben, durch Zeichen, durch Wunder, durch Erfahrungen in deinem Leben sagen kannst, Jesus ist so lebendig, er ist so real, nichts kann mein Glauben mehr erschüttern. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du deine Furcht in Frage stellst. Ich wünsche dir, dass du vieles mit Jesus erlebst, dass du in der Not anrufst, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Und ich wünsche dir, dass du in vielen Situationen mit ihm gemeinsam überwinden kannst. Und somit zu vielen Erfahrungen und Erlebnissen kommen kannst, dass er lebendig ist, dass er wahrhaftig ist und dass er treu ist. Denn alles muss sich Jesus unterordnen. Und sie waren erstaunt. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Wer ist denn dieser? Ihnen fehlt noch die Erkenntnis. Sie waren mit Jesus unterwegs, aber sie wussten wirklich, wer er war. Und plötzlich fragen sie sich, was sogar Sturm und Wasser müssen ihm gehorchen? Wer ist denn dieser? Und in diesen schwierigen Situationen haben wir immer eine Gelegenheit, eine gute Chance, Jesus noch mehr zu erleben und noch mehr zu erkennen. Und das wird unsere Beziehung noch mehr vertiefen mit ihm. Und das wünsche ich euch, uns allen jetzt, die da draußen sind, dass wir eine gute Zeit und gute Gemeinschaft mit Jesus haben, damit die Furcht unserem Herzen durch ihn weggenommen wird und wir Frieden und Freude erleben. Trotz Krise, trotz Schwierigkeiten in der Welt. Amen. Ich möchte mit uns zusammen nochmal beten. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir rufen deinen Namen an. Herr, du schläfst auf diesem Boot, du hast komplett die Ruhe weg. Du hast den Frieden in dir und wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Herr Jesus, wir schauen auf dich und beten dich mit dem ganzen Herzen an. Danke, Herr, dass du bei uns bist. Danke, dass du in unserem Boot bist, dass wir mit dir zusammen unterwegs sein dürfen. Herr, wir möchten dich für die Welt beten. Herr, wir möchten dich bitten, dass du die Menschen jetzt beschützt und bewahrst. Möchte ich bitten, dass du dich jetzt ihnen offenbarst und dass sie in diesen Krisen und schwierigen Zeiten erleben können, dass du lebendig bist, dass du da bist. Offenbare dich, Herr, ihnen, Herr, und schenke den Menschen Trost, die dich suchen, die Kraft brauchen, Herr. Sei du bei uns, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich würde sagen, wir singen jetzt das Lied und nach dem Lied werden wir noch einmal eine Gebetsgemeinschaft haben, und zwar ihr vor Ort und wir auch hier, wo wir einfach gemeinsam, ja, Jesus suchen. Entweder seid ihr alleine, als Pärchen, verheiratet oder mit jemand anders, mit Freunden oder was weiß ich, zu Hause. Schließt euch dann gleich nach dem Lied zusammen und betet Jesus an. Amen.